Wie kann man Produkte gesetzlich schützen? Welche Schutzrechte gibt es? So könnte man die Frage auch formulieren. Im Wesentlichen gibt es vier Schutzrechte. Das erste ist Patent, das ist das, was jedem sofort einfällt, ist aber gleichzeitig das teuerste. Dann gibt es das Gebrauchsmuster. Ich habe es in einem anderen Video ausführlicher erklärt. Das Gebrauchsmuster, also das kleine Patent, deutlich kostengünstiger auch. Dann gibt es das Geschmacksmuster. Und dann gibt es noch den Markenschutz. Ja, das ist wieder ein bisschen ein anderer Ansatz. Gebrauchsmuster ist das kleine Patent, schützt kleinere technische Entwicklung. Geschmacksmuster schützt das Design. Und Markenschutz ist wieder etwas anderes, schützt den Namen oder das Symbol. Es gibt ja die Wortmarke und die Bildmarke und auch Kombinationen daraus. Schützt man also nicht unmittelbar das Produkt, sondern den Namen oder die visuelle Darstellung des Produktes vielleicht. Ja, wenn es eine Produktmarke ist, kann ja auch eine Herstellermarke sein. Also ein bisschen, das ist eher der immaterielle Ansatz hier, während die anderen, das Geschmacksmuster, das Design, Gebrauchsmuster, die technische Entwicklung selber, Patent sowieso, eher unmittelbar mit dem Produkt in Zusammenhang stehen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.